Moin moin meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Aileen und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner Spelunke. Ich weiß, ich war sehr lange hier nicht aktiv. Das lag einfach daran, dass privat so einiges los war. Ich fange ja bald eine neue Ausbildung an und somit muss ich so vieles dafür erledigen. Dann gab es familiäre Probleme und. Aber jetzt bin ich wieder back und es kommen 2 Videos die Woche jetzt regelmäßig online. Und mit dem ersten in dieser Woche legen wir jetzt los. Und zwar mein Drogerie-Haul. Viel Spaß dabei. Anfang tue ich diesmal wieder mit Rossmann, denn ich habe bei Rossmann diesmal weniger eingekauft als bei DM. Anfang tue ich aber mit diesem Schätzchen hier. Das ist das Kokos Body Gel. Ist eine limitierte Edition und ist von Isana Young. Und ich persönlich finde es bis dato eigentlich ganz gut. Ich habe es schon 2-3 Mal verwendet. Das hat so einen Rasierschaumkopf. Und so sieht es aus. Und das ist halt sehr gelartig. Es kühlt ganz angenehm die Haut. Es riecht ganz angenehm nach Kokosnuss. Und spendet der Haut richtig schön Feuchtigkeit. Ich bewahre das gute Stück aber im Kühlschrank auch, weil das gekühlt mir persönlich besser gefällt. Ich glaube, man wird gleich merken, ich stehe auf Kokos. Denn ich habe mir noch von Isana diese Body Lotion in Sprayform in der Geruchsrichtung Kokos mitgenommen. Und ich mag schon die andere Sorte davon total gerne. Die hat hier halt so einen Sprühkopf und dann sprüht man damit einfach mal schön die Haut ein. Und es riecht auch super angenehm, leicht kokoslastig, aber auch nicht zu penetrant, wie ich finde. Und lässt sich wunderschön auftragen, einarbeiten und auch hier ist die Haut super gepflegt. Dann kommen wir zu einem Produkt, das werde ich auch direkt wieder ausmisten, denn ich habe es einmal ausprobiert und es ist absoluter Schrott. Es tut mir leid. Und zwar ist es von Isana diese Haarmilch sanfte Pflege mit Olivenöl, Reisöl und Bambusextrakt. Ich fand das ganz interessant, weil es halt auch einen Hitzeschutz bis zu 230 Grad beinhaltet und man muss es halt nicht ausspülen, ist für trockenes und strapaziertes Haar. Ich persönlich finde, dass es die Haare nur noch mehr austrocknet und deswegen wandert das auf jeden Fall direkt in den Müll. Und auch dieses Produkt wird sofort wieder meinen Haushalt verlassen. Und zwar habe ich von Isana diese Express Spülkur Antifrizz geholt. Dreifach Ölkomplex mit Arganöl, Bambusöl und Aprikosenkernöl und ausspülen, sofort leichte Kennbarkeit für strapaziertes und trockenes Haar. Auf jeden Fall, mir hat das überhaupt nicht gefallen und ich finde auch, dass es meine Haare auch eher ausgetrocknet hat und dementsprechend wandert das auch wieder raus. Dann habe ich diesen Monat eine Riesenschwäche gehabt und zwar sind es Bodypeelings gewesen. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht nach guten Bodypeelings. Ich mag die von Trackimmune leider nicht so gerne. Viele schwören ja auf die, ich mag sie leider nicht so gerne. Und da habe ich mir einmal von Isana dieses Duschpeeling geholt mit Meersalz und Kirschblüte mit Massageperlen mit Kirschblütenduft. Ich finde, die riecht unfassbar lecker. Ich habe schon 2-3 Mal mit ihr geduscht und mir gefällt der Peel-Effekt auf jeden Fall sehr gut. Das war's jetzt mit Rossmann und das heißt, wir swipen jetzt einmal schnell rüber zu DM. Ja, und bei DM bin ich wieder ein kleines bisschen ausgerastet. Ja, kann man so sagen. Ich habe mir bei DM alleine 3 Bodypeelings geholt. Übertreibe, Aileen, nicht. Anfang tue ich einmal mit Balea. Da habe ich einmal dieses Duschpeeling Frische Hauch mitgenommen. Das ist eine limitierte Edition. Und riecht auch sehr blumig und frisch. Ich weiß aber da noch nicht, wie der Peel-Effekt ist und bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Dann habe ich noch ein Bodypeeling entdeckt und ich glaube, ihr könnt es nicht mehr sehen, denn es haben das schon gefühlt endlose YouTuber in die Kamera gehalten. Denn die Rede ist von diesem Icy Berry Bodypeeling. Riechen tut das unfassbar lecker und auch das habe ich noch nicht ausprobiert. Schande über mein Haus. Komme zum dritten Körperpeeling und zwar habe ich einmal dieses Sweet Coconut Brazil Body Scrub entdeckt. Das riecht einfach unfassbar lecker.
riecht auf jeden Fall unfassbar gut und auch hier bin ich gespannt, wie der Peel-Effekt sein wird. Ich finde die Verpackung auch sehr schön. Kommen wir zu Pinseln und da habe ich diese zwei Schmuckstücke gefunden. Die sind von der Marke La Haya, wenn ich die richtig ausspreche. Wenn nicht, I'm sorry. Hier haben wir einmal einen Blendepinsel. Ich finde den sehr weich, aber auch festgebunden. Bin sehr gespannt, wie man mit denen arbeiten kann. Und ich finde halt auch den Stil einfach wunderschön, sehr tropisch und passt jetzt gerade richtig schön in den Sommer. Und in denselben tropischen, bunten Farben habe ich dann auch einen Powder Brush mitgenommen und der ist auch super weich und ich würde sagen, der ist nicht zu fest, aber auch nicht zu locker gebunden und könnte mir echt vorstellen, dass er eine gute Arbeit macht und der ist unfassbar weich und ich freue mich schon drauf, den zu testen. Nun kommen wir zur Foundation und da habe ich mir so ein Zweier-Set gekauft, das war im Angebot bei DM, da habe ich knappe 8 Euro für bezahlt. Und zwar besteht das einmal aus dieser Fit Me Foundation und diesem Bronzer. Wo ich sagen muss, der Sun Bronzer, den trage ich heute auch, der gefällt mir nicht ganz so. Ich weiß nicht, irgendwie der Geruch ist schon so, Also der Geruch gefällt mir nicht so wirklich, der ist, riecht ein bisschen nach so einer Pflegecreme, aber so Oma-like, erinnert mich so ein bisschen an Omi. Ich weiß, man sieht es jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht ganz so gut, aber ich finde, dass er nicht schön aufgetragen aussieht. Er lässt sich toll auftragen und super verblenden, aber ich weiß nicht, mir gefällt er überhaupt nicht und ich greife lieber zu meinem Chocolate Soleil Bronzer. Und dann war ja auch noch mit im Set diese Foundation und von der bin ich bis dato eigentlich sehr begeistert. Die lässt sich super auftragen und super einarbeiten und verblenden. Und die werde ich jetzt über den Tag testen. Falls ihr wissen wollt, wie diese Foundation über Tag sich macht, solltet ihr unbedingt mich mal auf Instagram auschecken, denn da werde ich heute, wenn das Video online gegangen ist, über die Foundation in knallharter Erprobung berichten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, das auszuprobieren, denn ich arbeite zurzeit in einem Friseursalon und da steht die Luft und es ist da super warm und man ist den ganzen Tag nur auf Achse und man ist ordentlich am Schwitzen und ich bin sehr gespannt, wie diese Foundation da mitmachen wird. Dann habe ich mir noch meinen geliebten Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk mitgenommen. Ich liebe diese Farbe unfassbar gerne und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit dem wieder arbeiten zu können, denn der andere ist irgendwie verschwunden und jetzt habe ich ihn wieder und ist auf jeden Fall ein absoluter Favorit bei mir. Oh, und dann kommen wir zu Masken und da habe ich einen Haufen Masken. Anfangen tue ich mit diesen Standardmasken, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich mir wieder diese Folientuchmasken von Balea mitgenommen. Wen überrascht es? Wahrscheinlich niemanden mehr, denn ihr wisst, ich liebe diese Maske und jetzt besonders im Sommer. Glaubt mir, unfassbar große Liebe. Besonders, weil sie vorher im Kühlschrank war. Dann habe ich mir nochmal diese Hydrogelmasken mitgenommen. Einmal fürs Gesicht und einmal für die Lippen. Und bin ich auch noch dabei auszuprobieren. Dann habe ich von Balea diese Blütentraum-Tuchmaske mitgenommen. Diese soll intensive Feuchtigkeit spenden. Ist mit Kirschblütenextrakt und für jeden Hauttyp. Bin ich gespannt und wandert auch in den Kühlschrank. Dann habe ich mir noch zweimal diese Blüten-Zaubertuchmaske mitgenommen. Die soll auch intensive Feuchtigkeit spenden und ist mit Pfingstrosenextrakt und ist auch für jeden Hauttyp geeignet. Und auch die wandern in den Kühlschrank. Eine Maske, die bei mir nicht in den Kühlschrank wandert, ist von Balea diese hautrein Antipickel-Wärmemaske mit Salicylsäure und Zink. Tiefenreinigende Wirkung mit Wärmeeffekt. Verfeinert und mattiert für unreine Haut. Bin ich sehr gespannt, denn ich mag es eigentlich total gerne, wenn Masken warm werden. Deswegen mag ich die von Garnier ganz gerne, die Vulcano-Maske und die Anti-Pickel-Maske. Und mal gucken, wie die sich machen wird. Kommen wir jetzt zu einer Maske, die ich gerade frisch aus dem Kühlschrank geholt habe, denn ich habe sie mir heute Morgen schon in den Kühlschrank gelegt, denn die Maske möchte ich jetzt gleich, während ich dieses Video schneide, aufs Gesicht tun. Wenn du dazu auch noch
eine kleine Review haben möchtest, solltest du mal auf mein Instagram-Profil vorbeischauen, denn da wird es gleich festgehalten. Und zwar habe ich mir von Garnier diese Fresh Mix Tuchmaske mitgenommen. Das ist eine 2-in-1 Maske quasi. Wir haben hier oben einmal die Maske an sich und hier unten haben wir das Serum. Gut. Ich habe mich für die Vitamin C Shot Variante entschieden. Diese Maske belebt und sorgt für Ausstrahlung. Und hier steht auch nochmal Serum mit Vitamin C natürlichen Ursprungs. Das ist hier hinten auch alles aufgezeigt, wie man das machen soll. Man knickt die Maske so zusammen und dann drückt man das Serum hier oben rein. Und dann lässt man das schön vollsaugen. Das, was ich sehr cool finde. Wir sind jetzt fast durch und kommen jetzt zu den Haaren. Und da habe ich mir einmal von Balea diesen Schaumfestiger Ultra Power mitgenommen. Denn ich habe einfach einen Pelzmantel auf dem Kopf. Das heißt, ich brauche was Festes. Und ich habe mir Schaumfestiger mitgenommen, weil ich einfach deutlich mehr jetzt mit meinen Haaren machen möchte, besonders jetzt im Sommer und besonders, weil ich halt meine Make-up-Artist-Ausbildung anfangen werde und da halt auch Hairstyling und sowas dazugehört. Und da finde ich, sollte ich auch meine Haare mal ein bisschen anders gestalten, als immer nur ein Dutz tragen. Dann wieder mit eingezogen ist mein geliebtes Haarparfüm von Unique in der Sorte Red Fruits. Das ist in der Kooperation mit Diana zu Lüben entstanden und mir gefällt dieses Haarparfüm einfach unfassbar gut. Und bitte, 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 bitte DM, du wirst es wahrscheinlich nicht sehen, dieses Video, aber nimmt dieses Produkt bitte nicht aus dem Sortiment, denn es ist unfassbar gut. Es riecht super toll und oh, das hält einfach so unfassbar lange. Und es greift und trocknet die Haare einfach nicht aus. Und dann habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, Exlater hat eine eigene Haarserie rausgebracht. Alleine die Aussage, es riecht nach frischen Rosen, hat mir gesagt, musst du ausprobieren. Gesagt, getan und somit sind die zwei Produkte bei mir eingezogen. Die sind von New by Exlater, Sparkle on New Rose und das riecht wirklich unfassbar gut nach Rose. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so wunderschönen Rosenduft gerochen. Oh mein Gott. Außer bei echten Rosen. Denn es riecht wirklich wie frische Rosen. Und alle, die Rosenduft lieben, solltet ihr euch unbedingt angucken. Die sind wirklich ein Träumchen. Und auch das Pflegeergebnis ist bis dato wirklich sehr gut und gefällt mir sehr. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar habe ich von meiner Lieblingshaarmaske Dintemal Treatment Wrap von Eco ein neues Geschwisterchen gefunden. Denn es gibt jetzt eine neue Sorte. Und zwar ist das die Hydra and Shine Mask. Und bin ich schon sehr gespannt drauf, die zu testen und freue mich schon sehr darauf. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Produkt ist, solltet ihr auf jeden Fall weiter auf meinem Kanal dranbleiben, denn das wird auch im Laufe der Wochen direkt mit euch zusammen getestet. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Foundation unter meinem Auge abgetragen, denn es ist so unfassbar warm. Das war es jetzt auf jeden Fall mit meinem Einkauf in der Drogerie. Es ist mal wieder einiges zusammengekommen. Mich würde mal interessieren, welches Produkt euch am besten gefallen hat und welche Produkte ihr persönlich schon ausprobiert habt und selber zu Hause habt. Und somit sind wir jetzt auch schon am Schluss von diesem Video. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, solltet ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.